Hallo Anja, was meinst du, was hältst du denn jetzt von Twitter? Ja, hallo Claudia, ich bin immer noch im Zweifel darüber, wie viel ich von mir selber eben dauernd preisgeben will oder ist das wirklich für jemand anders interessant? Ich glaube, da sind wir aus derselben Generation, wo wir da noch ein bisschen geheimnisvoller sein wollen. Andererseits kenne ich das von meiner Tochter, dass man bei allem mit dabei sein muss, um wahrgenommen zu werden und eigentlich auch nur die Online-Wahrnehmung für sie eine besondere Wertigkeit hat. Aber würdest du dir jetzt einen Twitter-Account anlegen? Ich überlege oder ich denke darüber nach, was ich definitiv nicht machen würde, das über private Dinge zu twittern, sondern wirklich beruflich mich mit Leuten ja oder zu kommunizieren, um mehr zu erfahren, Anregungen zu bekommen, die man vielleicht so auch nicht bekommt. Und das wäre das Einzige, was ich machen würde. Genauso wie mit Facebook würde ich auch nichts Privates machen. Ja, einen beruflichen Twitter-Account habe ich auch schon und folge da einigen Leuten, bin aber noch nie auf die Idee gekommen, da selber was zu schreiben, weil, wie gesagt, ich da nie weiß, was soll ich da eigentlich schreiben, was wirkt auf die anderen. Und dann hier mit dem Dienstrechner ist das sowieso ein bisschen schwierig, weil du da nie auf die Links kommst, die dazugehören.